Am Freitag wurde es in Parchims Innenstadt eisig. Bei vorwinterlichen Temperaturen wurde hier auf dem Schuhmarkt die bereits 13. Eiszeit eröffnet. Eine künstliche Eisbahn lädt zum innerstädtischen Schlittschuhlaufen ein. Während sich die Eissternchen des Rostocker Eislaufvereins warm liefen, gab es zusammen mit der Jugendfeuerwehr Parchim einen Lampion- und Fackelumzug mit dem Ziel Eisbahn. Die Eiszeit in Parchim ist mit den Jahren zu einer gern genutzten Tradition geworden. Ja, ich glaube, gerade zum Jahreswechsel ist es nochmal ein Highlight hier in Parchim. Ich freue mich, dass wir hier dieses Vergnügen auf dem Schuhmarkt anbieten können. Mein Dank gilt den Stadtwerken, die hier wirklich Engagement zeigen, auch allen Firmen, die das unterstützen. Und ich glaube, das weiß ich aus Erfahrung der letzten Jahre, dass es wirklich von den Parchimerinnen und Parchimern und auch von den Gästen sehr gut angenommen wird. Zahlreiche Zuschauer säumten die Banden, um die bezaubernde Eröffnungsshow mitzuerleben. Bleibt die Frage, ob auch Parchims neuer Bürgermeister ein paar Runden übers Eis drehen wird. Ja, das habe ich in den Vorjahren eigentlich immer gemacht. Man wird mit dem Alter immer ein bisschen zaghafter, aber ich glaube, auch in diesem Jahr werde ich mich aufs Eis trauen. Die nächsten Wochen kann man in Parchims Innenstadt noch diesem eisigen Vergnügen frönen.